0:50 Uhr. Berlin. Regen. Die perfekte Zeit, um einen Terranigma-Part aufzunehmen. Oh yeah! Also auf geht's wieder nach Luran. Oh. Gruselige Musik. Ja, wir waren hier stehen geblieben und wollten jetzt die Stadt weiter erkunden. Und genau das werden wir jetzt auch tun. Wow! Während diese stacheligen, was auch immer das ist, hier mich treffen, laufen wir mal wieder ein Stück nach oben, damit wir wieder beim Platz sind. Oh yeah. Killen hier diese Gegner, die man irgendwie nie so richtig killen kann und laufen aus dem Bildschirm, was ich gar nicht wollte. Aber whatever. So, killen wir die ja auch mal schnell. Komm schon, geht drauf, ich will Level-Ups haben. So, so. Ich bin einfach zu schlecht für dieses Spiel. So, hier gab es jetzt mehrere Wege. Jetzt bin ich mir nur gerade unsicher, wo ich zuerst langlaufen muss. Gehen wir mal unten rechts lang, würde ich sagen. Oh nein, das ist mir viel zu groß. Da will ich doch noch nicht. Ich gucke jetzt nochmal links. Ich weiß nicht, ob es da noch was gab oder ob das jetzt alle da links dort hier zu finden konnten. Aber nee, hier bin ich hergekommen. Ja, ich weiß schon, wo wir hingehen. Wir werden erstmal da oben wieder in das Hotel gehen. Mal schauen, ob wir da was finden. Und ich heile mich mal lieber. So. Und lieber nochmal, damit das überhaupt was bringt. Und ich nicht gleich wieder getroffen werde. Also erst Gegner ausschalten, dann heilen. So. Oh Gott, er kommt weg hier. So, dann. Naja, ich gehe erstmal hier rein. Oh. Ja, die können wir ja von hier treffen. Das ist ja überhaupt kein Problem. Das passt ja so. Und ich glaube, dass wir die hier schieben können. Ja. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich das schiebe, damit ich auch an alle Truhen rankomme. So. Und. So. Ganz easy. Oh, davon haben wir schon genug. Und was ist das? Oh, ein Flickenumhang, der natürlich viel besser sein wird. Auch wenn das irgendwie überhaupt nicht logisch ist. Oh, er ist ja ganz unten. Und der ist auch schlecht, aber was bringt das eigentlich? Ich weiß es gar nicht so genau. Hat das überhaupt eine Funktion in dem Spiel? Außer schlecht zu sein? Man weiß es nicht, aber hier sind wir in den Ruinen, wo der Laden war. Mysteriös. Und jetzt komm schon, stirb, du Mädchen, du. Man kann übrigens auch unter dem Tisch krabbeln, auch wenn hier hinten gar nichts ist. Schade eigentlich. So, dann war es das ja auch wieder. Brauchen wir da nie wieder reingehen und gehen nach links weiter. Und sehen schon mal, dass hier so ein Scheiß, was auch immer das ist, ist. Und das kann man nur irgendwie so angreifen, wenn man hier so Sprungattacken macht. Und ich glaube, die Viecher waren relativ nervig. Also versuche ich den mal lieber auszuweichen. Gehen wir ins Hotel. Ja, da haben wir schon mal eine Mumie. Aber Moment, hier war ich ja auch schon mal vorhin. Aber da bin ich ja dann oben lang und dann in das Loch. Das war doch hier, ja. Dann schau. Ja, wie konnte ich da überhaupt ausweichen? Egal, gehen wir nach rechts. Wow, also viel haben wir dann ja nicht verpasst, so wie das aussieht. Toll. Oh, jetzt stirb schon, Mensch. So. Ja, dann können wir auch gleich wieder weggehen und dann war es das auch hier schon mal. Aber, was ja ganz mysteriös ist, wenn ihr euch daran erinnert, war hier an dieser Hauswand jemand, der hier ein Loch reinmachen wollte und das hat auch getan. Das ist nämlich so der kleine Geheimgang, den man sich merken musste und wenn man den nicht mehr weiß, dann ist man so ein kleines bisschen gearscht. Aber gut, dass ich das weiß. So, hier haben wir einen Haufen Tische, die uns dauernd entgegengeflogen kommen. So. Und ja, ein Kamin. Wo ein Weg ist. Oh mein Gott, mysteriös. Was haben wir denn hier? Oh nein, das ist der Keller. Oh. Von einem Geist gefangen worden. Ah, stimmt ja. Ja, da kommen wir nämlich, glaube ich, noch nicht lang, weil ich mich jetzt nicht irre. Und deswegen müssen wir uns erstmal woanders umschauen. Und merken uns diesen Weg erstmal. Oh ja. Ja. So, dann gehen wir mal hier rein. Ruinen mit Gegnern, wo gar nichts ist und wir eigentlich gleich wieder rausgehen können. Aha, ich sollte lieber rausgehen, bevor ich noch öfter getroffen werde. Also gehen wir nach rechts und heilen uns.
Und da sind wir auf der Ostseite etwas weiter oben. Versuchen den Gegner zu killen und schaffen es auch. Super. So. Und dann gehen wir hier rein, weil das der einzige Weg ist. Oh, ich hasse es, wenn es hier so groß ist und es so viele Wege gibt. Ich verirre mich doch wieder. Aber naja, was soll's. Dafür sind Spiele doch da. Um Sachen zu erkunden und nicht, dass es nur einen Weg gibt, den man einfach nur langlaufen muss. Nicht wahr, FF13? Hä? 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 Ja, was haben wir denn hier so? Hm. Oh, ein Kristall. Oh, awesome. Ja, dann gehen wir auch mal nach rechts. Haben wir hier was Schönes? Oh, eine Kiste. Was ist da drin? Die Strahlenlanze. Sie strahlt bestimmt heller als alles andere. Oh. Und sie ist sogar besser. Yeah. Also nehmen wir sie einfach mal. Und jetzt sieht sie so gelb aus. Oder Gold, wie auch immer. Das sieht sehr nice aus. Gefällt mir. Und da können wir eigentlich wieder rausgehen. Jo. Also gab es hier nur die Waffe zum Holen. Das ist doch auch mal cool, wenn ich nicht von diesem Gegner getroffen werde. Und der ist wirklich tot. Schnell in die Ecke, arg und heil dich. Und vorspulen. So. Perfekt. Dann gehen wir jetzt auch unten in die Ostrichtung, weil das, glaube ich, der einzige Weg ist, den wir noch gehen können, wenn ich mich nicht irre. Wir checken das einfach mal ab. Ich glaube, ich kann die Mädchen immer nur angreifen, wenn gerade ihr Kopf auf ihrem Körper ist. Ich glaube, nur dann verlieren die auch wirklich Energie. Wenn ich das richtig so mitbekommen habe. Jetzt gehen wir noch den Zombie und werden schon wieder getroffen und killen den und den und den und den und den und den. Und alle sind tot. So, was haben wir denn hier unten? Ganz viel Wege. Und schon wieder so ein scheiß Mordeo-Ding, was auch immer das ist. Oh, und ich will einfach nicht sterben. Okay, hier oben schon mal gar nichts. Hier ist eine Echse. Was hat die denn hier zu suchen? Oh, ein Basilisk. Ah, er hat mich gepeitscht. Ah, lass mich in Ruhe. Oh Gott, sonst sterbe ich. Oh, ich habe keine Heilung mehr. Das wäre jetzt beinahe schief gelaufen, Leute. Also, ich sollte mehr aufpassen. Ja, ich möchte sie auswählen. Ich benutze sie, bla bla bla. So. Und dann möchte ich sie nicht auswählen, sie ist ausgerüstet. Ja, dann versuche ich sie jetzt auch mal zu killen. So geht doch. So, hier haben wir ein Haus. Was haben wir hier noch? Noch ein Haus. Gegner, die ich reinlaufe. Noch mehr Gegner, die ich fast reinlaufe. Hier geht's noch hoch. Da ist ein extra Weg. Ich glaube, hier müssen wir dann auch lang. Deswegen gehe ich gleich mal wieder zurück. Nachdem ich diese scheiß Fieder in Ruhe gelassen habe. Und dann gehen wir hier rein. Was haben wir denn hier? Dum, 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 dum. So, killen wir diese Viecher mal. Die aber, glaube ich, mit diesem Angriff viel mehr verlieren. Ja. So. Und was haben wir denn hier so? Hm. Noch mehr von diesen Gegnern. Und den Kristall. Awesome. Und hier haben wir den Ausgang vom zweiten Haus. Also können wir gleich da oben weitergehen. Das ist doch prima. Ja, ich will nicht getroffen werden. Ich will nicht getroffen werden. Nein, ich wurde getroffen, wo ich angegriffen habe. Was war denn das da gerade? Blitzangriff oder was? Gehen wir hier rein. Und heilen uns. So. Und dann killen wir diese Gegner auch mal. Oder auch nicht, ja. Ist ja gut, das bin ich. Ich muss irgendwie besser ausweichen. Weil... Oh, die sind blöd. So, und jetzt muss nur noch der sterben. Geht doch. Und wir können es gleich schon wieder heilen. Also irgendwie wage ich langsam zu bezweifeln, dass ich diese Mission schaffe. Oh Gott, so eine Geisterrüstung. Stimmt, die gab es ja auch noch. Die habe ich ja ganz vergessen. Dann killen wir die auch mal und verteilt KP an seine Verbündeten. Das ist aber nicht nett. Okay, kann ich ja nicht killen. So, jeder hat mich, meine Freunde. Oh, welcher Angriff ist denn jetzt der stärkste gegen die? Na gut, ich kann eigentlich so weitermachen. Mal gucken, wann sie sterben. Falls sie sterben. Oh, einer ist tot. Oh nein, ein Geist. Na nein. Toll.
Gut, ich sollte sie nicht angreifen. Dann weiß ich jetzt Bescheid. Yay, ich bin schlauer geworden. Fuck. So, lass mich durch. Und trefft mich nicht, lasst mich rein. Gut. Ja, euch lasse ich diesmal. Und euch lasse ich diesmal auch. Hallo, hallo. Schnell weiter. Los, in Ruhe lassen, diese Viecher. Total schwer, ich weiß. So, jetzt kennen wir dieses Vieh und daneben auch am besten, wenn wir das mal treffen. So, komm schon, stirb. Oh, ich hasse es, wenn man immer mitgetroffen wird, wenn man die angreift. Das ist doch doof. So, und dann gehen wir hier rein. Und haben einen Zombie-Gegner. Und haben... Boah, jetzt dachte ich, ich bin sicher, wenn ich Wesen an den Tisch laufe und sogar dann werde ich getroffen. Ja, das ist ja echt unfair. Das geht nicht mehr mit rechten Dingen hier zu. Pass bloß auf den Tisch auf, Ben. Pass bloß auf. Der Tisch, oh Gott. Oh, da war noch einer. Und da ist noch einer. Gut ausgewichen. Yeah. Komm, stirb jetzt. Yes. Endlich mal was Gutes. KP steigt um 9, Stärke um 3, Abwehr um 1, Glück um 1. Yeah. So, also hier haben wir noch. Was haben wir hier noch so? Da ist eine Treppe und da ist ein Kamin. So viele Wege. Oh, ein Tisch. Gut, also im Kamin ist eine Treppe nach oben. Hm. Oh, morgens. Ja, guten Morgen. Und da ist ein Typ. Was sagt er denn so? Ich traf dich in der Kneipe. Die vielen Bücher. Der Mann scheint Schriftsteller gewesen zu sein. Hier ist eins, das von Lurans Untergang berichtet. Laut Buch sind Dämonen in die Stadt eingefallen. Oh, Dämonen. Danke für diese Information, hat mir sehr viel gebracht. Ja, gehe ich jetzt in das Loch oder gehe ich jetzt links lang? Ich sage mal, ich gehe ins Loch. Lass mich alle in Ruhe. Gut, so. Wo landen wir denn hier? Bei einer Kiste. Also gut, dass ich hier reinkomme. Und das ist, glaube ich, dazu da, dass wir von den Geistern nicht mehr entführt werden. Schauen wir uns das ganze Dilemma an. Was steht denn da? Auswählen? So vielleicht? Kann ich da noch benutzen? Nee. Ich lasse es jetzt einfach mal so und hoffe, dass das dann was bringt. Oh nein, nicht so was. Wieso verliert ihr denn so viel? Ein Geist erscheint. Und er macht nichts mit mir. Das ist gut. Ach, wieso bin ich aber so stark gegen die Gegner? Naja, wie auch immer. Die Geister wuseln dann einfach nur darum und machen gar nichts. Jetzt muss ich aber aufpassen, falls ich mir mal heilen muss. Ich bin generell gerade so stark. Liegt das jetzt an dem Siegel oder was? Ja, wenn das so ist, dann freut mich das. Das ist schön. Das ist wundervoll. Aber ich werde mich trotzdem mal heilen. Ja, bla bla bla, so. Und raus hier. Jetzt wissen wir, wo wir hin müssen. Nicht wahr, Freunde? Ja. So. Und dann sind wir auch durch. Dann kennen wir diese Freunde hier, weil wir vielleicht sogar von denen Erfahrung kriegen. Ich weiß gar nicht, ob die Erfahrung bringen oder nicht. Aber wie auch immer. Ist auch egal. Sind wir verstärker gegen die? Ja. Ein bisschen, glaube ich. Das ist schön. Das ist gut. So, jetzt gehen wir hier wieder. Jetzt habe ich den nicht gesehen. Jetzt. Das ist immer so das Frustrierende manchmal in dem Spiel. Man fliegt irgendwo hin und landet sofort im nächsten Gegner und kann nichts dagegen tun und wird getroffen und getroffen und getroffen und getroffen und getroffen und ist tot. Ja, und jetzt sind wir auch wieder beim Platz. Awesome. Oh, und ich werde schon wieder getroffen. War ich schlecht. Aber egal, wir leben ja noch. Geld. So, dann gehen wir hier jetzt wieder nach links und gehen da rein, wo die Zombies reingehen, die uns nämlich den Weg zeigen. Und ja, passen auf die Tische auf, killen die Gegner, sammeln das Geld ein. Oh toll, jetzt hat der Tisch mich getroffen, während er am Wegflackern war. Das ist einmal wieder unfair hier. Ja, und dann gehen wir auch hier die Treppe so lang und jetzt können uns die Geister nichts mehr anhaben. Hallo und hallo. Und eine Treppe. Wo kommen wir hier nur hin? Man weiß es nicht. Natürlich zu Gegnern. Das war ja wieder klar.
Wow. Oh, der hatte mich jetzt fast getroffen. Geld. Yay. Oh, noch ein Gegner. Toll. Ja, ist ja gut. Jetzt stirbt. So, der ist auch wieder tot. So, ja, jetzt brauche ich nur noch zwei Angriffe. Das gefällt mir. Du auch, du auch. So. Und dann geht's hier weiter. Großes Haus, muss ich ja sagen. Und dann gehen wir hier rein. Oh, wir sind wieder draußen. Auf der N-Seite. Also die Nordseite. Oh, Geld, Geld, Geld. So, dann geht's wieder weiter hoch. Und dann haben wir hier ein Haus. Und was ist hier links daneben? Ist da überhaupt irgendwas? Da geht's dann weiter. Okay, gehen wir erstmal ins Haus. Was haben wir denn hier? Eine Truhe. Gut, dass ich hier reingegangen bin. Oh, 178 Taler. Yes, ich bin reich. So, dann killen wir mal diese Ding da. Und dann gehen wir weiter hoch und killen dieses Ding. Und killen dieses Ding. Wenn wir es dann getroffen hätten. Oh, jetzt, ich hasse das wieder. Komm schon. So. Aber ich kann mich erstmal wieder heilen. 5 habe ich noch. So, was habe ich hier unten? Gar nichts und gar nichts. Und weiter rechts haben wir einen Weg nach oben und nichts. Oder komme ich irgendwo rein? Hm. Oder war der Weg hier oben irgendwo? Ich muss jetzt nochmal kurz gucken. Vielleicht hier? Nee. Oder hier an der Seite? Nö, anscheinend nicht. Dann gehen wir also hoch. Dann haben wir hier ein Haus. Dann haben wir da Gegner. Hier haben wir ein Haus. Dann hier unten. Kommen wir hier dann hin? Ja, sieht gut aus. Oh, so viele Wege hier. Gott, ich hasse das. Das ist voll schlimm. Wenn es zu viele Wege gibt, dann finde ich das schlecht. Aber wenn es nur einen Weg gibt, ist das auch blöd. Ich kann mir da nie entscheiden. Egal. Gehen wir erstmal hier rein und holen uns diese Kiste doch. Schauen wir mal, was da drin ist. Bestimmt das Kokiri-Schwert. Oh nein, das ist die Götterknolle, die beste Heilung ever. Und im Kamin ist gar nichts. Ja, nicht schon wieder da rein, Ark. Ark. Ja, dann gehen wir auch wieder runter. Und hier haben wir sonst nicht wirklich irgendwas, also gehen wir hier rein. Das ist mir zu groß. Dann schauen wir erstmal links. Da haben wir nur Gegner, Gegner, Gegner. Nur Gegner. Also gehe ich da doch rein. So, hier haben wir wieder. So, Gegner. Killen die mal schnell. Habe ich hier was? Nee. Okay, da ist ein Kamin. Da gehe ich mal lieber hin. Da könnte ja was sein. Man weiß es nicht. Und da ist nichts. Gut. So, jetzt können wir runtergehen oder hoch. Ich gehe runter. Hm, was haben wir denn hier so? Ein Kristall, awesome. Was haben wir hier hinten? Hm, da geht's wieder hoch. Das will ich ja nicht. So, was haben wir hier links? Nichts. Oh mein Gott, was ist das? Ach ja, stimmt, ja, da ist ein Geist und da können wir noch nichts machen. Naja, was könnte das nur sein? Das dürft ihr rätseln und in den Kommentaren schreiben, was ihr glaubt, was das für ein Geist ist. Und dann, wer das Richtige sagt, der ist gut. Ja, das soll sowas wie ein Preis sein. Der ist gut. Und das reicht ja auch. Das ist genug für euch. So, jetzt sind wir übrigens auch hier ganz oben, wo wir gerade nicht durchgekommen sind. Ich weiß jetzt noch nicht, was ganz oben ist. Aber da komme ich auch gleich wieder hin. Dann sehe ich das ja. Los, komm, stirb jetzt. Oh. So, gehen wir hier rein. Noch mehr Gegner, die mich sofort angreifen. Ey. Aber ich hasse das.
Es ist so schrecklich, wenn die einen dauernd treffen. So, und jetzt... Na gut. Jetzt muss ich mich aber schon fast wieder heilen, ey. So, dann gehen wir hier runter. Da haben wir schon wieder diese Geisterdinger hier. Egal, schalten wir die mal aus. So. Ist hier überhaupt irgendwas? Können wir unter den Tisch? Nein, kann ich nicht. Wozu war ich denn überhaupt hier? Na toll. Na, hier ist ja gar nichts. So, die lasse ich jetzt mal lieber. Und die lasse ich auch. Und werde mich gleich mal heilen, sonst gehe ich hier wieder drauf. So, ja, will ich. So. Und jetzt darf ich nicht mehr getroffen werden, sonst ist das langsam ganz schön schlecht von mir. Das gebe ich ehrlich und offen zu. Ich bin schlecht. So, und jetzt schauen wir einfach mal, was hier links oben ist, falls da überhaupt noch was ist. Und schon wurde ich getroffen. Toll, und hier ist auch nichts. So wirklich. Aber ich weiß schon, glaube ich, so circa, wo wir jetzt hin müssen. Ich will nur den Gegner noch killen, damit ich Erfahrung kriege. So, wir müssen jetzt nämlich wieder raus aus diesem Haus und müssen nämlich da rechts so nach unten gehen. Und ja, da geht's ja noch weiter. Oh, ich hab den wieder nicht gesehen. So, hier haben wir ein Haus, wo wir wahrscheinlich zu der Truhe kommen. Da haben wir auch wieder Häuser. Also holen wir uns, glaube ich, erstmal die Truhe, wenn wir da hier herankommen. Schauen wir mal schnell. Aber langsam will ich den Part auch beenden, der ist schon ganz schön lang geworden jetzt. Was aber auch natürlich sehr awesome ist. So. Und dann hier rein. Und auf den Gegner. Also schnell weg hier. Und dann sind wir auch bei der Truhe. Was haben wir unten? Nichts. Gut. Genau das wollte ich ja. Ein Kraftelixier. Was wir auch gleich mal verwenden. Weil unsere Stärke dann umeinsteigt. So, und hier werde ich jetzt speichern und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Es wäre cool, wenn ihr wieder dabei seid. Also haut rein, macht's gut und habt eine wundervolle Nacht, Tag, wie auch immer. Also bis dann.